Hallo, meine Freunde, damit auch wieder herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 15, Südhermann, Bendino. Hi, Leute. Den Glücki. Hallo. Und immer noch mit unserem Björn, der immer noch Baguette essen tut. Immer noch. Immer noch. Schön da, nein. Le Baguette. Keine Ahnung. Le Baguette? Le Baguette. Das ist hier unterische Produktionsstraße? Nee. Bei was denn? Das Zuckerwerk. Das ist nur Verkauf, ne? Mhm. Zucker kriegen wir ja nicht raus. Du kannst ja auch Raps und alles verkaufen. Ja, ja. Gülle auch. Mhm. Den Schranken haben sie. ...31.000 kriegt man für die Sämaschine, nice. Naja, komm, dann hol den großen Anhänger, ich nehme den gleich mit hier. Wenn, dann würde ich den... warte mal, haben wir mal technisch was drin? Gülle? Nö, doch. Ah, Moment, der ist sogar billiger. Der Flieger? Ja. Wir haben einen Auflieger drin. Kauf mal den Auflieger, den Cotto Universal. Och, der kann ja alles transportieren. Der könnten, sind wir bescheuert, der kann auch Wasser transportieren. Wisst ihr? Hätten wir nur den gebraucht. Scheiße. Also wir haben 73.000 Liter Gülle. Ist ja gar nicht. Das ist ja gar nichts, sagt er. Für Abfall Kohle kriegen. Wenn ich es jetzt aufs Feld spritzen will, stimmt. Jetzt ist die Frage, kaufen wir den von an für als Auflieger oder kaufen wir den als Anhänger? Als Auflieger. Geht doch viel schneller. Na, dann kauf mal bitte, Randy, oder schick mir mal 65.000, bitte. Dann muss ich erst wieder hier rumfummeln. Was hat jetzt bei... Ach ja, da hat ja noch was gefehlt. Beim Farbwunsch? Bier. Weil da ist Multicolor. Ding, Lila. Kannst du ein Weiß holen, passt zum LKW. Schwarz, das drückt die Dominanz der anderen Bauern gegenüber. Kannst du abholen am Händler, Klicki. Und heizt die Gülle richtig auf, das ist instinkt. Und klar, was willst du denn mehr? Hast gehört, kannst abholen. Ja, ich bin auf dem Weg. Auf dem Weg. Können wir natürlich Wasserfass auch wieder verkaufen. Im Dorf, da gibt's ja wieder Geld. Ja, wenn du... Willst du das, würdest du das gleich mit hochnehmen? Ich bin jetzt schon am Händler. Okay. Kannst aber holen. Mhm. Bei denn du möchtest das machen. Ja, dann, ich weiß nicht, ob Randy schon abgetankt werden muss. Siehst du ja oben beim Mod. 60%. Na, warte, aber tank ich dich fix ab und fahr's Wasserfass hoch. Nee, du kannst mich ja nicht abtanken. Dann muss ich nochmal zurückkommen, dann schaffe ich das auch so. Hä? Ja, weil ich gerade auf einer Linie bin, wo rechts die Frucht ist. Links so rum. Ja, aber du drehst da rum am Feldende, oder? Obwohl das Wasserfass eigentlich ziemlich geil ist, muss ich ehrlich sagen. Ich finde das super. Ich will das gar nicht verkaufen. Versenkt. Ich werde versenkt. 5 Euro? Moment, 5 Euro, alles klar. Muss was nachgucken. Was? Er muss was nachgucken. Aha. Irgendwas hat er vergessen. Nee, haben gerade einen Fake-Kauf gemacht. Wir haben genau diesen Cotto Universal schon gekauft. Bloß für einen Traktor hinten. Ach so? Hm. Ich habe gedacht, das ist das normale Wasserfass. Das ist aber jetzt das große, habe ich gerade gesehen, wo ich jetzt Universal Cotto gelesen habe auf der Seite. Fahr mal zum Hof, Kligi, mit dem Wasserfass. Mit dem Wasserfass? Mit dem, was du gerade hast. Wo bist du denn? Ich bin jetzt an der BGA zum Auftanken. Achso, warte, dann komme ich ja gleich mit hoch, da hole ich auch noch eine Ladung. Haben wir jetzt 2 Güllefässer. Ja gut, ich bin das andere noch nicht gefahren, ich wusste nicht, dass das das ist. Ja, ich habe das jetzt auch gerade erst gesehen, weil mich hat es jetzt gerade gewundert, hä, 3 Achsen? Es hat zu groß gewirkt, aber tja, wir haben genau das schon gekauft. Was du jetzt hast, bloß halt nicht für als Sattel, sondern als Zugmaul. So ein bisschen komisch mit der Deichsel halt. Hm. Wo du mal sagst, das bricht ab. Ja. So, muss ich jetzt was drücken? Ja, ich drücke. Und da fließt es rein.
Weil die Frage, man sieht halt leider nicht, wo es das meiste Geld gibt für die Gülle. Was Gülle wird nicht. Du hast mal I gedrückt? Ja, steht da nicht drin. Im Tagschützen, Zuckerrüben, Kalk, Hafer, Roggen, Dinkel, Triktikale, Sonnenblumen, Karotten, Zwiebeln, Sand, Kompost, Erde, Rüben, Schnitzel, Brot. Ach ja, Rübenschnitzel wird man auch noch was machen. Ne? Hopfen, Bier, Schwein, Rind, Masthuhn, Silage, das war's. Ansonsten halt die Standardsorten, ist ja klar. Ist halt, ja, Rübenschnitzel. Da können wir uns die kleinen anderen holen. Ich finde die schön. Die was können wir uns holen? Die kleinen, wo der eine vorfährt mit Blattabschlager und der andere fährt mit dem Sammelding hier nachher. Das nimmt ja auch immerhin vier Reihen mit. Bei den Kartoffeln ist es ein fest Sisyphus Arbeit, aber mit Rüben geht's. Kann machen, ja. Guck hier, den haben wir. Also. So, ne, ich fahr's gleich mal zu den Zuckerrüben über. Sieht schon schön aus, gell, dein weißer. Ja, komplett weißer Zug, fällt schön. Was ist das hier? Gülle Beamer? Hat's wahrscheinlich auch verboten. Man sollte es aber unterlassen, X zu drücken. Gülle Beamer? Ja. War doch, glaube ich, da haust du die Gülle rein und dann kannst du sie von überall rausnehmen. Ja, glaube ich auch. Was haben wir hier? Ach nee, jetzt bin ich an der Brauerei. Ich glaube, die brauchen keine Gülle, oder? Jetzt kann ich auch nicht rausfahren. Aber warte mal, bevor du abkippst. Das jetzt hier, ist es das normal, dass hier die Bierfässer in der Luft stehen? Ja, habe ich vorhin auch schon so gesehen. Das hatte ich vorhin auch schon gesehen. Hopfen und Gerste. Ich würde sagen, fährt einer zum Gartencenter und einer zu den Zuckerrüben und dann sehen wir, wo es meiste Kohle gibt. Zum Gartencenter? Also wo fährst du hin? Ja, schneller, du nimmst den weiteren Weg. Ja, dann nehme ich den weiteren Weg, ja. Wo also, ist meiner? Wo muss ich hin? Das ist gleich hier drüben, ja, die Zuckerrübenfabrik, das große Gebäude. Rechts, Ist meins. Gelbe Schranken. Oh, übers Feld, Junge, ey. Ja, ich musste jetzt hier wenden, das war aggressiv, es ging nicht anders. Und um den Reven nicht kaputt zu machen, dachte ich mir fast lieber durch. Pass auf der weichen Wiese. Ja. Gibt zwar Kreuzflecken in der Reifen, aber. Bin ja schnell wieder runtergefahren. So, oh, dann bin ich da vorne, da drüben, die Brücke, okay. So, ich rolle ein in die Zuckerfabrik. Die sieht schon echt episch aus, ne, wenn man da drauf zufährt. Ja, Riesenteil. Na, Wahnsinn, ey. Ach, und Randy? Ne. Ja. Du weißt ja noch, wo wir nach Leipzig gefahren sind, wo ich gesagt habe, das große Gebäude, was sie da so halb abreißen, das so entkernt ist. Ja. Das war die größte die größte Zuckerfabrik im Osten damals. Hab mich nämlich oft klaren lassen. Okay. Und reißen sie die ab oder machen sie da was Neues rein? Nee, die reißen sie ab. Ist schon komplett entkernt, das ist ein riesen Teil. Das ist. Ist ja gerade total modern, hier so Masonettwohnungen oder sowas in solche alten Fabrikgebäude zu machen. Na gut. So, ich würde jetzt abladen. Ja? Randy, wie ist der Kontostand? 157.000. Dann lass ich fließen. Aber bitte nicht daneben. Ich versuch's. Diese Urinflecken kriegt man nie wieder weg. Auf jeden Fall kriegen sie pro Sekunde 2 Euro. Was? Was lässt du abschließen, Gülle? Der entlädt es ja langsam, oder? Guck mal, was wir da kriegen, dann guck ich schon, was wir hier kriegen. Du darfst jetzt noch drin?
Ich habe gerade mal 10 von 30.000 abgeladen. Achso. Also der geht extrem langsam runter. ...15.000 sind jetzt noch drin. Jetzt ist erst die Hälfte raus. Sau entlädt er langsam. Wie er sich langsam hochpumpt, herrlich. ...10.000 noch. Alter, kippt er langsam aus. Schief, oder? Denke ich das mal. Und noch 5.000. Boah, leck mich am Arsch. Am Ende kriegen wir 2.000 Euro dafür. Da flippt mich aus. Wie viel hatten wir? 139 waren es, gell? Nee, 100? Nee. Waren 50. Wir hatten 157 hatten wir. Hier wird doch am Ende eh die Gesamtzahl angezeigt, ne? Hier wird am Ende eh die Gesamtzahl angezeigt, ja. So, ja, leer. Plus 1700. Was? 158.164. Oh, das ist echt mies. Ich lasse jetzt auch mal fließen. Geht bei dir bedeutet schneller. Ja. Was? 158.700? Ne, 158.170 oder waren das so. Ja. Also, dann kriege ich entlädt. Also 1718 haben wir irgendwie gekriegt. Das ist sehr schlecht. Wir waren noch Karten anders. Ja gut, du weißt nicht, was bei dir hinten rauskommt, ne? Ja. Bei dir ein Leder, wenigstens. Ja, ich stehe daneben und drehe extra noch die Kurbel. Sehr schön. Aber mehr gibt's vom Geld auch nicht, oder? Genau, dann kann ich doch nicht sagen. Ich warte lieber aufs Endergebnis. Na, entlädt er schneller oder geht's Geld schneller hoch? Das ist ja die Frage. Ich würde sagen, der entlädt er schneller. Ich bin, oder? Jetzt bei 16.000. Die ich noch drin habe. Jetzt bin ich schon 15.11. Ist weg. Aber ich denke mal, es wird nicht sehr viel mehr geben, weil da so große Unterschiede zu machen ist, ja, dämlich. Noch 10. Boah, 30.000 Brot, leck mich am Arsch. Wir haben kaum was verbraucht, gell? Mhm. Von unserem Zeug. In der Bäckerei. Kommt eine Menge Brot raus für das, was du da reinkippst. Da können wir Kohle machen. Mhm. Gut, naja, fasch das Ding wieder. Achso, nee, warte mal. Eigentlich wollte ich. Eigentlich wollte ich. Ja, warte. Holen. Achtung. Ja. Bis 3600. Ach, hab ich mehr Geld gemacht, siehst du? Nein. Kalkausgabe. Ich bring gleich wieder Kalk mit, ja. Trotzdem dämlich. Ja, gut, letztendlich ist das Abfallprodukt. Das ist auf der. Wie sie nochmal auf der anderen Karte so teuer war. War es wie so komisch. Ja, haben wir jetzt 5.000 gemacht circa damit, oder? Bist du aus über 5.000. Ja gut, aber wir haben ja letzten Endes eh nur Stroh reingekippt. Zwar auch nur durch ein Abfallprodukt was bekommen. Es lohnt sich wahrscheinlich mehr damit zu düngen. Ja. Aber das brauchen wir ja nicht, oder musst du diese große Saatmaschine mit Dünger auffüllen? Nö. Haben wir jetzt eigentlich was Kalk rausrotzt? Und der Düngerstreuer, die wir verkauft haben. Was, der konnte Kalk? Ja, der konnte Dünger und nochmal einen Kalk. Warum haben wir den nicht behalten? Weil der nur gesagt hat, verkaufen. Ja gut, weil das andere Ding ja düngt, aber mit Kalk wäre er auch mal geil gewesen. Weil nämlich das Kotterfass kann sogar Kalk aufnehmen. Kann das nicht da hinten raushören? Kann ich probieren, oder? Ich bin mal ein bisschen was, ne? X, ne, ich kann es nur entlernen. Ja. Nur Seite. Warte hier, ich kann das auf die Ketten hauen. Danke. Kommt hinten zum Rohr raus.
Ich habe mal einen Schlauch im Bach geworfen hier und hau mal ein bisschen Wasser rein. Ich schaff das gleich noch zur Brauerei. Ja, der tut sich gar nicht, sieht aber gut aus. Ja, ich hab's gekalkt, mindestens 2 Meter. Ganze Soße drauf verteilt. Aber meine Freunde, wir sind wieder fertig mit dem Part, deswegen danke mal fürs Zuschauen. Däumchen da lassen nicht vergessen und wir sehen uns dann dementsprechend morgen wieder. Tschüss. Tschüss.